heizigsten Eingangsbereich des Rathaus. Hier gehen die Landräte während der Sessionen in der Pause Amix kaffeln. Am meisten Junge kandidieren das Altdorf. Die JUSO, also die Jungsozialisten, schicken das Altdorf gerade mehrere Leute ins Rennen. Der Präsident der JUSO, der Fabian Rieder, Nina Marti, Ceda Ilmaz und der Philipp Daniot. Ich bin Fabian Rieder, bin 24, wohne in Altdorf. Zu meinen Hobbys gehört neben der Politik, die grösste Zeit nimmt, noch die Fasnacht. Dann im Winter Snowboarden, wenn es möglich ist. Und in der Pfadi bin ich noch wieder oben. Beruflich habe ich eine Detlandslehre gemacht auf der Post. Nach später Berufsmatura, Passerelle. Und jetzt bin ich gerade in einem Zwischenjahr und werde eigentlich im Herbst wieder anfangen studieren. Ich bin bei der JUSO Präsident im Kanton Uri. Und dazu bei der SP Uri in der Geschäftsleitung als JUSO-Vertreter dabei. Politisch aktiv bin ich, weil im 2003 der Irakkrieg ausgebrochen ist. Wir haben dann eine Demonstration dagegen gemacht. Kurz darauf aber ist auch der Blocher im Bundesrat gewählt worden. Ich hatte das Gefühl, so kann es nicht sein, ich muss etwas ändern. Ich bin dann der SP beigetreten und zwei Jahre später, im 2005, haben wir dann die JUSO Uri gegründet. Im Kanton Uri würde ich mich einsetzen, dass die Urner Jugend weiterhin eine starke Stimme hat. Das Jugendhaus ist noch nicht realisiert, nach 30 Jahren Diskussion. Das muss jetzt dringend angegangen werden. Auch ist die ganze Spitalsanierungsgeschichte auf dem Tisch, die für uns in der Zukunft sehr wichtig wird sein, oder das ganze Verkehrsproblem. Die Schwächen im Kanton Uri, habe ich das Gefühl, sind in der ganzen strukturellen Organisation, 20 Gemeinden für 35'000 Einwohner, ist heute einfach nicht mehr zeitgemäss. Die Stärken vom Kanton Uri sind dafür natürlich, dass es in 3/4 Stunde erreichbar ist aus Luzern in der Stadt oder in einer Stunde mit dem ÖV auf Zürich. Das sind Zeiten, die man auch hätte, wenn man aus dem gleichen Kanton, also aus Luzern oder Zürich, möchte, in ihre Hauptort kommen. Das tut eigentlich uns prädestinieren zum Wohn-, Erholungs-, Familien- und kinderfreundlichen Kanton sein. Mein Einsatz für die Gemeinde würde so aussehen, dass ich sicher die ganze Verkehrsproblematik von Altdorf angehen. Hier haben wir mit der Schächerspange einen ersten Ansatz. Wir müssen das sicher weiterverfolgen und uns Gedanken machen, bringt das etwas, wie viel bringt das, wem bringt es Entlastungen, wer hat mehr Belastung. Aber auch Natur und Tiere, wenn die einen Platz finden können. Wenn eine neue Straße kommt, müssen wir die sicher das gleichwertiges Gebiet ersetzen für die. Für die Urner Jugendlichen habe ich, wie schon gesagt, das Gefühl, ist das Jugendhaus ein ganz wichtiges Thema, dass man das endlich realisiert, und zwar an einem zentralen Ort. Auch sind Krankenkassenprämien, wo Familien mit Jugendlichen stark belastet, ein Thema, das man vielleicht mit angehen. Und auch die ganzen Sozialhilfefälle von Jugendlichen, wo man vielleicht könnte, anstatt der Sozialhilfe mit einem Stipendium etwas machen und sie zurück begleitet zurück in ein Berufsleben führen. Und schlussendlich kommt uns das günstiger, wenn wir ein Stipendium an einen Jugendlichen geben. Und der kann aus dem aus sein Leben auch neu gestalten, anstatt wenn er das Leben lang in der Sozialhilfe ist. Wir machen eine Politik für alle statt für wenige. Wir setzen uns ein, dass wir wieder eine Gemeinschaft sind, wo dort jeder für den anderen schaut und nicht, dass Gewinn privatisiert und Verlust sozialisiert werden. Wenn Sie eine starke Stimme für die Urner Jugend im Landrat wollen, wenn Sie jemanden wollen haben, der ohne Scheuklappe an die aktuellen Probleme wie Verkehrsproblematik in Altdorf, wie Spital Altdorf, Kantonsspital Uri, oder Krankenkassenprämien oder arbeitslose Jugendliche. Wenn Sie jemanden wollen, der ohne Scheuklappen hergeht, schreiben Sie am besten Fabian Rieder jede Liste zweimal. Ich bin Nina Marti, 28, aufgewachsen und wohnhaft in Altdorf. Mit meiner Familie, den beiden kleinen Kindern und dem Lebenspartner. Meine Hobbys sind die Berge, die Alp, Wandern, Familie und Kultur. Primar- und Oberstufe habe ich in Altdorf besucht. Und die Ausbildung zur diplomierten Pflegefachfrau habe ich in Baar absolviert.
Ich gehe in Landrat für die Jusa Uri. Ich bin aktiv, weil ich jetzt genug lang von daheim aus beobachtet und abgewartet habe. Die ganzen Ereignisse und Folgen für mich bewertet habe. Und ich will in die Öffentlichkeit, der Augenblick ist da. Ich bin bei der JUSO dabei, weil die vertreten meine Grundwerte und Interessen. Im Landrat Uri will ich mich einsetzen für Jugend und Kultur, Arbeitssituation und Energie und Umwelt. Ich sehe Uri als energieressourcenstarken Kanton. Es ist ein Treffpunkt hier. Die Zusammengehörigkeit ist vorhanden und der Lebensrhythmus hat eine schöne Geschwindigkeit. Das Beschleunigungstempo ist etwas zurückgehalten in Bezug auf Gemeindestrukturen. Es hat viele Ämter und viele Verwaltungen. Ich würde gerne den Kanton Uri als attraktiver Wohn- und Tourismusort mitgestalten. Für die Jugendlichen setze ich mich stark ein für Freiraum, Kleinkunst, Kultur. Ich will zuhören, mitreden und innovative Ideen mit einbringen. Jung, aktiv, aktiviert Abwehrkräfte. Politik mit Herz und Verstand. Für mehr statt für weniger. Zweimal ja, Nino Marti auf die Landratsliste. Ich heiße Seda Helen Jelmert, komme von Altdorf, ich bin 22. Ich habe die Lehre als Coiffeusin abgeschlossen im Jahr 2009. Jetzt arbeite ich im Moment in der RUAG. Nebenbei mache ich noch die Handelsschule in Luzern. Ich bin noch Übersetzerin in der Schweizerischen Rotkreuz. Meine Hobbys sind Lesen, Familie, Kolleginnen treffen und eben nebenbei noch Haarschneiden. Ich bin politisch bei der JUSO dabei und noch Kinder- und Jugendkommission Zaltdorf. Ich bin politisch aktiv, weil ich finde, wenn man in der Schweiz lebt und die Möglichkeit hat, mitzustimmen und mitzugestalten, finde ich, sollte man die Chance nutzen, sich für Politik zu interessieren. Warum bin ich ausgerechnet in der JUSO? Da für mich ein faires und gleichberechtigtes Zusammenhalten sehr wichtig ist für alle, ist meiner Meinung die JUSO das Richtige. Dafür will ich mich als Landrätin einsetzen. Gleichberechtigung für alle, da jetzt noch Unterschiede bestehen und einige diskriminiert werden. Und für die Jugend, da wir Zukunft sind. Integration, damit ein einfacheres Zusammenleben gewährleistet ist. Eine Schwäche, die ich in Kanton Uri sehe, ist in der Jugendarbeit. Meine Meinung ist, man braucht mehr zum Beispiel Jugendarbeiterinnen und ein Jugendhaus. Die Stärke in Kanton Uri. Es ist ein guter Platz für die Familie, es ist ein sicherer Ort und man hat trotzdem alles, was man braucht. Ein schönes Theater, ein Kino, Einkaufsmöglichkeiten und so weiter. Was kann ich im Landrat für Jugendliche bewirken? Ich könnte ihnen ein Jugendhaus, mehr Jugendarbeiterinnen, mehr Freizeitmöglichkeiten und ein Gehör verschaffen. Als Übersetzerin kläre ich zwischen Menschen und Kulturen. Und darum wählt mich Seda Helen Jelmatz am 11. März als Landrätin. Ich bin Philipp Daniot, bin 23 und komme von Altdorf. Ich kandidiere für die JUSO für den Landrat. Seit 4 Jahren bin ich selber in der JUSO dabei, seit 3 Jahren im Vorstand. In meiner Freizeit spiele ich leidenschaftlich gerne Fußball.
zu fliehen. Und im Winter gehe ich sehr gerne Skifahren und zwischendurch dann einmal snowboarden. Ich studiere in Bern Geografie, jetzt im Master, habe Bachelor Politikwissenschaft und Geografie abgeschlossen. Die Karriere hat zu meiner Gymnasiumzeit angefangen. Es sind dort verschiedene Themen zur Abstimmung gekommen, die mich stark politisiert haben. Eins zum Beispiel war die Wandinitiative, wo ich mich ja selber dagegen engagiert habe. Das hat dazu geführt, dass ich mir generell so ein bisschen Gedanken mache, was wollte ich überhaupt erreichen. Ich habe gesehen, ich will etwas verändern und habe entschieden, wenn ich schon etwas verändern will, muss ich mich auch selber engagieren. Ich bin überzeugt, wir wohnen hier an einem wunderschönen Ort. Wir haben ein extrem breites Angebot von Freizeitaktivitäten. Wir haben einen wunderschönen See im Sommer, wo man extrem schnell dort ist. Man kann wandern, man kann biken. Im Winter kann ich Skifahren, bin schnell in den verschiedenen Skigebieten. Am Abend kann ich auch noch ins Kino und ins Theater. Also es ist wirklich sehr ein lebenswerter Ort, wo wir hier sind. Was ich auch noch sehr schätze, ist der Zusammenhalt, den man hat, dass man auch viele Leute kennt, dass man sie noch kennt. Ich sehe aber auch gewisse Defizite. Es sind zwei Sachen, die ich jetzt einfach mal gerade herausgreifen möchte. Das eine betrifft mich selber. Es gibt im Kanton Uri wenig Arbeitsplätze für hochqualifizierte Leute. Das andere, was mich manchmal stört, ich finde es schade, dass gewisse Projekte oder innovative Ideen relativ früh beerdigt werden, wenn man einfach so Mentalität hat. Haben wir nie gehabt, brauchen wir nicht und es gibt dann nicht einmal eine Diskussion daraus. Es gibt also ein paar Sachen, die ich mich einsetzen dafür, wenn ich in Landrat gewählt wurde. Ein wichtiger Punkt für mich ist die Landnutzung, die Zersiedelung, die Raumplanung. Das andere ist, der Kanton Uri ist seit eh und je ein Durchgangskanton und ich denke, wir müssen kämpfen dafür, dass wir diejenigen wirklich wieder Leute anbringen, die übernachten, die sich ländlich verzaubern von dem schönen Ort, wo wir diejenigen haben und wo im besten Fall sich diejenigen auch niederlässt, auf dem wir wohnen. Ich habe vorher die Arbeitsplätze bereits angesprochen. Ich will mich natürlich nicht nur für die Studenten einsetzen. Ich denke, es ist auch extrem wichtig, dass jeder, wo die Schule abschließt, effektiv eine Arbeit hat. Ich habe im Fußball gelernt, dass es ein Team braucht, dass man Erfolg hat. 11 Verteidiger oder 11 Goalies allein, das reicht nicht, sondern es braucht für jede Position einen Spezialist, der nachher sich optimal ergänzt und zusammen kommt man eben erst zum Erfolg. Und ich glaube, auch Politik funktioniert so. Es braucht am Anfang Personen, die ihre Positionen vertreten, die nachher aber bereit sind, in der Diskussion zusammen den Erfolg zu finden und einen gescheiten Weg zu finden. Ich glaube aber auch, so wie der Landrat jetzt zusammengesetzt ist, dass es auf jeden Fall noch einen linken Verteidiger oder einen linken Mittelfeldspieler oder einen linken Stürmer mag brauchen. Und wenn Sie das auch das Gefühl haben, dann schreiben Sie doch mich, der Philipp Daniel, zweimal auf Ihre Liste.